Am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und forsche unter anderem zu der Entwicklung der digitalen Gesellschaft. Ganz besonders interessiert mich als Kommunikationswissenschaftlerin, unter welchen Bedingungen wir heute im Internet kommunizieren. Wer stellt eigentlich die Regeln auf? Wer setzt die Grenzen für unsere Kommunikation? Wie verhandeln wir noch, was akzeptabel und nicht akzeptabel ist zu sagen? Und neben den nationalen Regierungen kommen da ganz, ganz häufig jetzt auch die digitalen Plattformen und Kommunikationsplattformen in den Mittelpunkt. Dieses Forschungsprojekt und das Forschungsthema ist wichtig, weil es verschiedene, ganz, ganz verschiedene Ebenen berührt unserer heutigen gesellschaftlichen Kommunikation. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Personen, die sich eben bei diesen Kommunikationsplattformen anmelden. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen machen sie das eigentlich? Lesen sie denn die Nutzungsbedingungen oder nicht? Und die meisten lesen sie nicht. Und dennoch unterliegen sie halt diesen Regeln, die die Plattform aufstellen. Was das eben diese Popularität dieses Themas auch zum Ausdruck bringt, ist, dass es gerade in den Kinos hier in Berlin, aber auch in anderen Orten dieser Welt einen Dokumentarfilm gibt, der The Cleaners heißt. Und The Cleaners ist ein Film, der sich mit der Schattenindustrie hinter diesen Plattformen beschäftigt. Und zwar müssen Inhalte, die eben nicht akzeptabel sind und die die Gesellschaft vielleicht nicht sehen will, müssen eben aus dem Internet und von diesen Plattformen entfernt werden. Und dieser Dokumentarfilm zeigt, unter welchen Bedingungen diese Menschen dort arbeiten und tagtäglich den Müll des Internets von den Plattformen löschen.